Ich habe damals für meine Oma einen ganz, ganz einfachen Vorläufer von dem gebaut, was Anna heute ist. Ich habe damals festgestellt, dass sie, nur weil sie kein Smartphone und keinen Computer bedienen kann, total ausgeschlossen war von diesem digitalen Familienalltag, den man halt heutzutage hat mit einer WhatsApp-Gruppe, in der Bilder hin und her geschickt werden. Und um sie da ein bisschen besser abzuholen und ein bisschen besser zu integrieren, habe ich für sie einen ganz einfachen Minicomputer mit drei Tasten gebaut, mit dem meine Familie und ich dann Bilder an sie schicken konnten. TikTok ist unser größter Absatzkanal, sind da auch mehrfach viral gegangen. Also das Thema kommt gut an, beziehungsweise können eben viele Menschen genau dieses Problem verstehen, nachvollziehen oder haben es selbst in der Familie. Hi, ich bin Tim, ich bin 31 und einer der drei Gründer von Enna. Das Problem, das wir mit Enna lösen, ist, dass einfach sehr, sehr viele Menschen nicht in der Lage sind, mit Smartphones oder Tablets umzugehen. Unsere Lösung muss man sich so vorstellen, dass wir ein handelsübliches Tablet nehmen und dort auf diesem Tablet läuft eine von uns entwickelte App. Hallo zusammen, ich bin der Jakob, ich bin 31, ich komme aus München. An unserer Geschäftsidee begeistert mich am meisten, dass wir was wirklich Sinnvolles machen, was wirklich Gutes. Wir machen nicht irgendwas Überflüssiges, was die Welt schon 100 Mal gesehen hat, sondern wir machen damit einfach was wirklich Gutes. Das heißt, das ist ein Problem, was gesellschaftlich definitiv vorhanden ist und ich eben auch in meiner eigenen Familie merke, dass da immer Probleme gab und das ist natürlich jetzt umso schöner, dass wir ein Produkt gefunden haben, mit dem man da einfach sehr viel verbessern kann und wirklich vielen Familien helfen kann und das begeistert mich eigentlich jeden Tag. Ja, hallo, ich bin der Moritz. Ich komme hier aus München und bin einer der Gründer von Enna. Ich war ein großer Fan von der Tonibox und Tim hat mir dann gesagt, dass es jetzt von der Technik her gar nicht so komplex ist und dass wir das vielleicht auch nutzen könnten, um dann die App zu steuern. Wir wollten eben, dass auch jeder Mensch diese App bedienen kann und haben dafür eben ein haptisches Bedienkonzept entwickelt. Und dann haben wir bei Alibaba irgendwo so NFC-Tags bestellt und dann direkt mal ausprobiert und es hat ziemlich gut funktioniert. Unsere Lösung muss man sich so vorstellen, dass wir ein handelsübliches Tablet nehmen und dort auf diesem Tablet läuft eine von uns entwickelte App. Das sieht dann eben so aus, dass dieses Tablet auf das Dock gestellt wird und mit einem USB-Kabel miteinander verbunden wird. Auf dieses Dock können dann die Enna-Cards aufgelegt werden. Und sobald man eben eine dieser Enna-Cards auf das Dock legt, wird automatisch in der App die entsprechende Aktion, die auf der Karte aufgedruckt ist, ausgeführt. Das heißt, ich kann dann einfach von meinem Smartphone aus Bilder und Videos hochladen. Oder ich kann zum Beispiel eine YouTube-Karte erstellen. Wenn ich das mache, dann kann ich ganz einfach einen Link zu einem YouTube-Video oder auch in der Playlist auf diese Karte hinterlegen. Und sobald die dann per Post bei Oma oder Opa angekommen ist und aufgelegt wird, wird sofort dieses Video abgespielt. Und das Coole dabei ist, dass diese Karte auch jederzeit mit einem neuen Link hinterlegt werden kann. Und dazu brauche ich nicht mal die Karte. Das heißt, ich gehe einfach nur in die App, finde dann die Karte, die ich bestellt hatte und kann dort dann einfach einen neuen Link hinterlegen, gebe dann vielleicht meiner Oma kurz einen Videoanruf und sage, hey, ich habe hier irgendwie eine coole Doku aus deinem Heimatort gefunden beispielsweise. Die habe ich dir jetzt einfach mal auf die Karte gelegt und wenn dann die Oma diese Doku ansehen möchte, muss sie einfach nur die Karte auflegen und kann sich dann ein YouTube-Video ansehen. Aber was eigentlich am wichtigsten ist, das merken wir wirklich bei fast allen unserer KundInnen, ist, dass wir auch die Kommunikation ermöglichen. Das heißt, man kann eben aus der ganzen Familie ganz einfach Fotos, Videos oder auch Textnachrichten teilen innerhalb der Familie und die Oma oder der Opa sind dann eben in der Lage, über die Postfachkarte ganz einfach auf diese Nachrichten zugreifen zu können. Und das ist wahrscheinlich das, was Anna ganz besonders macht, ist, dass man eben auch über eine Videoanrufkarte ganz einfach einen Anna-Call mit den Enkeln starten kann. Bei Anna mussten wir am Anfang natürlich irgendwie unser Bedienkonzept auch erstmal prüfen. Und da war uns ganz wichtig, dass wir das eben nicht erst einfach entwickeln und dann in den Markt schmeißen, sondern dass es wirklich gemeinsam mit älteren Menschen entwickelt wird. Das heißt, da waren wir ganz viel unterwegs in Pflegeheimen, wurden da auch wirklich dankend empfangen und haben dann ja eigentlich letztendlich das ganze Produkt gemeinsam mit verschiedenen Organisationen
entwickelt. So hat sich dann auch recht schnell schon erstes Interesse natürlich geweckt und wir hatten dann erste Testkundinnen, haben dann auch damals auf unserer Website zu unserem Launch eine Aktion gemacht, wo man sich anmelden konnte, um Anna dann auch zu testen. War uns auch ganz wichtig, dass die Apps dann auch wirklich sehr, sehr gut funktionieren, bevor wir dann auf den Markt gehen. Und dann hatten wir den großen Startschuss eben über Social, haben da verschiedene Kampagnen gefahren, TikTok, Instagram vor allem, auch ein bisschen Facebook. Wir verkaufen Anna ja nicht an die alten Menschen selbst, sondern eben an die Angehörigen. Wir haben ja bewusst darauf geachtet, dass wir kein Seniorenprodukt machen, sondern eigentlich ein cooles. Das heißt auch, das Design irgendwie Leute wie mich ansprechen. Ich würde mal sagen, wir sind eigentlich genau die perfekte Zielgruppe, dass man sowas eben für Oma oder Opa mal kauft. Deswegen gehen wir eben an die jüngere Zielgruppe und nutzen da eben auch die Social-Media-Kanäle, um Anna zu verkaufen. TikTok ist unser größter Absatzkanal, sind da auch mehrfach viral gegangen. Also das Thema kommt gut an, beziehungsweise können eben viele Menschen genau dieses Problem verstehen, nachvollziehen oder haben es selbst in der Familie. Und ich glaube, das hilft uns dann natürlich, weil man dann dieses wichtige Thema eben dann auch irgendwie greifbar machen kann und wir auch in dem Sinne ja wirklich was Neues sind, was Innovatives, sowas gab es bisher noch nicht. Unser Anna-Dock lassen wir hier regional in Bayern produzieren. Die Montage von unserer eigenen Hardware, von dem Anna-Dock, die findet in Süddeutschland statt. All die Lieferanten, all die großen und wichtigen Teile kommen auch aus der Region und werden dann bei einem Auftragsfertiger in Süddeutschland zusammengebaut. Wir haben uns da relativ früh für einen verhältnismäßig großen Auftragsfertiger entschieden, um dann auch entsprechend schnell die erforderlichen Stückzahlen liefern zu können und da auch wachsen zu können. Es war in dem Fall tatsächlich so, dass der Auftragsfertiger auf uns zugekommen ist, unsere Idee gut fand und dann sich einfach schon sehr früh eine Zusammenarbeit entwickelt hat. Das heißt, wir haben da gemeinsam daran entwickelt und haben das von Anfang an so aufgesetzt, dass man auch wirklich dann in den erforderlichen Stückzahlen produzieren kann. Das war zu Beginn vielleicht etwas mehr Arbeit. Dafür haben wir es aber auch auf sehr gute Beine gestellt und können jetzt auch entsprechend schnell wachsen und die Geräte produzieren bekommen. Natürlich weiß man, wenn man da frisch gründet, nicht genau Bescheid, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich. Da war es für uns wahnsinnig hilfreich, auch in diesen Accelerator-Programmen einfach Infos zu bekommen, welche Möglichkeiten gibt es, welche Arten von Investoren gibt es. Eine Entscheidung, die man zu Beginn treffen muss, ist, möchte man überhaupt eine Fremdkapitalfinanzierung? Bei uns ist die Frage eigentlich ziemlich schnell beantwortet gewesen, weil wir eben auch Hardware produzieren und entwickeln müssen und da fallen einfach Kosten an, die wir ja nicht aus eigener Kraft stemmen konnten. Das heißt, da mussten wir uns eben umsehen, wie bekommen wir die nötigen finanziellen Mittel. Und besonders eine hat sich dann für uns als ziemlich spannend herausgestellt, und das ist das Thema Wandeldarlehen, Convertible Loans, die einfach für Startups in sehr frühen Phasen interessant ist, weil man dort eben ja noch nicht eine genaue Bewertung festlegen muss. Dadurch, dass wir von Anfang an beschlossen haben, dass wir unseren Kapitalbedarf mit Geld von Investoren decken wollen, haben wir uns direkt entschieden, dass wir eine GmbH gründen. Wenn man dann darüber nachgedacht hat, dass man Fremdkapital aufnehmen will, fängt man natürlich auch erstmal in der eigenen Familie bei den Freunden an, nachzufragen, hey, kennst du jemanden, der uns vielleicht da ein bisschen Geld beisteuern könnte, damit wir unsere Idee verwirklichen können. Und da sind wir dann glücklicherweise relativ schnell an Personen gekommen, beziehungsweise kannten wir Personen, die uns da dann auch gesagt haben, hey, wir finden die Idee klasse, wir möchten euch da unterstützen, wir möchten, dass Anna größer wird. Ja, und da gibt es dann natürlich verschiedene Möglichkeiten, Geld aufzunehmen. Wir haben dann für uns ziemlich schnell gemerkt, dass es eigentlich cool wäre, wenn wir da mit Business Angels zusammenarbeiten, also mit Privatpersonen, die in junge Startups investieren. Und haben da dann eine erste Runde gemacht, eine Pre-Seed, da dann einen Betrag aufgenommen, der uns dann geholfen hat, eben in die Produktion zu gehen. Und jetzt im letzten Oktober haben wir dann unsere Seed-Runde abgeschlossen, das heißt die nächste Finanzierungsrunde. Das ist dann der logische Schritt, dass man dann quasi nochmal
neues Geld und nochmal mehr Geld aufnimmt, um sich dann dementsprechend weiterentwickeln zu können. Und ich glaube, dass wir damit eigentlich ganz gut gefahren sind. Wir hatten da eigentlich einen recht klaren Plan, wie wir uns das vorstellen. Und bisher hat das auch sehr gut funktioniert. Ich glaube, dass es uns auch immer sehr wichtig war, dass es menschlich passt. Es gibt sicher auch Zeiten, wo es dann eher mal nicht so gut läuft. Und dementsprechend sollte man da schon ein Team sein, auch mit den Investoren zusammen. Und deswegen haben wir da auch echt immer darauf geachtet, dass jetzt nicht nur das Geld zählt, sondern eben auch das Zwischenmenschliche und dann vielleicht auch das Fachliche natürlich. Aber diese Kombination muss ja irgendwie immer stimmen und das ist bei uns bisher auf jeden Fall der Fall. Ich habe das Gefühl, dass wir drei Gründer uns ziemlich gut ergänzen, sowohl fachlich als auch so von unseren charakterlichen Eigenschaften. Kernkompetenzen fehlen uns im Gründerteam eigentlich nicht. Die wichtigen Sachen haben wir alle abgedeckt mit unseren drei fachlichen Hintergründen. Und wenn uns mal irgendwo das Know-how fehlt, dann haben wir uns schnell genug das irgendwie mit dazu geholt. Mittlerweile sind wir bei Enna ja auch ein bisschen gewachsen. Wir sind mittlerweile knapp über 20 Mitarbeitende, die sich der Sache voll annehmen. Da haben wir auch die ersten Positionen eigentlich im Freundeskreis besetzt. Das war ein Zufall, eine glückliche Fügung, aber da haben sich einfach einige Chancen geboten und deswegen hatten wir die ersten 4-5 Stellen wirklich schon sehr schnell besetzt und auch mit Leuten, denen wir total vertrauen. Mittlerweile haben wir dann aber natürlich auch mehr externe Mitarbeitende. Und da war es eigentlich total schön zu sehen, dass da auch viel Initiativbewerbungen kamen. Vielen ist es auch einfach mittlerweile sehr wichtig, für was sie arbeiten, dass man weiß, für was man was macht und dass es irgendwie eine gewisse Sinnhaftigkeit hat. Und deswegen war das jetzt eigentlich themenübergreifend immer so der Hauptantrieb von unseren Bewerberinnen, dass sie sagen, okay, das ist ein cooles Thema, da wollen sie irgendwie Teil davon sein und wollen mit uns da auf die Reise gehen. Wir hatten das Glück, dass bei uns im Freundeskreis doch der ein oder andere schon mal ein Startup gegründet hat. Und wir haben uns dann natürlich auch ganz, ganz früh mit den Personen zusammengesetzt und auch ja, von deren Erfahrungen lernen können. Weil nun, man macht halt immer Fehler und wenn man dann erzählt bekommt, welche Fehler man auch vermeiden kann, dann hilft das immer wahnsinnig. Also da haben wir wirklich viel Austausch gehabt. Ich glaube, was für uns drei als Gründer und für das gesamte Unternehmen wirklich wahnsinnig wichtig war, dass wir uns schon sehr frühphasig an Accelerator-Programmen, die ja überall in Deutschland angeboten werden, beteiligt haben, uns beworben haben und auch aufgenommen wurden, weil da einfach dann nochmal vieles von dem erklärt, berichtet wird, was dann eigentlich anfällt. Also von Gründung einer Gesellschaft bis hin zu, wie kümmert man sich eigentlich darum, dass man die finanziellen Mittel bekommt. Also das ist wirklich was man natürlich auch lernen muss am Anfang, aber da ist man zum Glück auch nicht allein. Da gibt es wirklich viele Stellen, an denen man sich wenden kann, die einem da wirklich viel Input geben. Damit wir in rechtlichen und steuerlichen Fragen von Anfang an auf sicheren Beinen stehen, haben wir uns schon sehr, sehr früh dazu entschieden, mit einer Steuerkanzlei zusammenzuarbeiten und haben da auch sehr, sehr viele Prozesse eben ausgelagert. Was wir noch machen, ist die vorbereitende Buchhaltung. Das lösen wir mit diversen Tools und auch, wie wir unsere Finanzplanung, unseren Kapitalbedarf in Zukunft planen. Beim Finanz- und Kapitalbedarf, bei der Planung, setzen wir Agicap ein, gemeinsam mit unserem Finanzplan, den wir in Google Sheets aufgesetzt haben. Unsere Belege sammeln wir ausschließlich digital. Wir verwenden dafür GetMyInvoices und da ist dann jeder einfach für seinen Bereich verantwortlich, am Ende des Monats alle Belege abgegeben zu haben. Es war für uns von Anfang an klar, dass wir uns für cloudbasierte Lösungen entscheiden. Dadurch gewinnt man einfach viel Flexibilität. Bei uns im Team nutzen wir Slack. Und außerdem haben wir für die interne und externe Kommunikation Google Workspace im Einsatz. Für den gesamten Wissenstransfer nutzen wir als internes Tool Notion. Und das wird wirklich von jedem aus dem Team genutzt. Wir tragen da unsere Meetings ein, die Inhalte der Meetings. Wir tragen aber auch alles ein, was im Zuge von Recherchen wichtig gewesen ist, damit man einfach, wenn man in Zukunft dann an Themen arbeitet, schon so einen gewissen Grundstand hat und sich nicht alles jedes Mal neu erarbeiten muss. Außerdem ist es eben ein zentraler Ort, an dem wir alles Wissen sammeln und haben es so nicht in verschiedenen Ordnern oder in verschiedenen Drives irgendwo zerstückelt herumliegen.
Mein Verständnis von Arbeit hat sich ziemlich gedreht nach der Gründung. Davor hatte ich eine 30-Stunden-Stelle, war damit auch super zufrieden und habe dann auch gerne nach den 30 Stunden einfach Feierabend gemacht. Mit der Gründung habe ich aber festgestellt, dass ich eigentlich noch sehr viel mehr Zeit investieren möchte und habe dann angefangen, sehr viel mehr zu arbeiten, wobei es sich dann ehrlich gesagt auch nicht mehr nach Arbeit angefühlt hat, sondern einfach nach das tun, was einem Spaß macht. Durch Enna, glaube ich, ist Privates und Arbeit bei mir irgendwie sehr verschmolzen. Aber ich meine, wir haben den absoluten Luxus, wir arbeiten an unserem eigenen Produkt mit unseren besten Freunden in einem coolen Büro. Und dementsprechend ist Arbeit natürlich irgendwie immer ein bisschen relativ. Ich glaube, von außen betrachtet würde man sagen, dass ich schon sehr viel arbeite. Aber ich glaube, wichtig ist, dass es Spaß macht. Klingt immer wie so eine Floskel, aber letztendlich ist es, glaube ich, wirklich so. Das, was dir Spaß macht, das erfüllt dich in gewisser Weise und darin bist du auch gut und dann nimmt man das nicht so wahr. Ich muss mich teilweise sogar dann etwas zügeln, um irgendwie auch abends mal dann einen Absprung zu schaffen und nach Hause zu gehen. Das ist mir jetzt Ende letzten Jahres deutlich leichter gefallen. Ich bin Papa geworden und dann mit einer kleinen Tochter zu Hause gibt es dann tatsächlich neben der Arbeit einen noch größeren Drang, dann auch wieder nach Hause zu kommen und dann sich mit der Tochter zu beschäftigen. Das mit der Selbstständigkeit hat sich eigentlich eher so zufällig ergeben. Der Jakob hat ja seinen ersten Prototypen 2016 schon gebaut. Nach dem Moritz kamen dann auch immer wieder andere Freunde auf mich zu, die dann auch so ein Gerät haben wollten. Und irgendwann waren es dann Freunde von Freunde. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, dass es nur noch meine Freizeit auffrisst. Ich aber nicht wirklich mit dem Thema vorankomme, sondern immer nur meine Plastikboxen zusammenschraube. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, entweder ich kündige jetzt meinen Job und fange damit richtig an oder ich lasse es halt eher bleiben. Und dann kam er im Januar 2020 zu uns ins Büro und hat gemeint, dass er sich damit jetzt selbstständig machen will. Eigentlich wollten wir nur so ein bisschen aus Eigeninteresse auch so ein bisschen Sparring-Partner spielen, aber haben dann sehr schnell gemerkt, dass wir uns sehr viel Gedanken darüber machen, wie könnte man das Ganze machen. Und dann war irgendwie recht schnell klar, okay, also ganz oder gar nicht. Und dann haben wir uns ein Wochenende eingesperrt in Tirol und das Ganze ausgearbeitet. Jeder von uns drei hat da so ein bisschen zu Ende beigetragen. Ich hatte nie das Ziel, mich unbedingt selbstständig zu machen mit irgendeinem Thema, sondern ich habe damals für meine Oma einfach angefangen, was zu bauen und habe es dann von mir aus immer noch ein bisschen verbessert. Ich habe schon während der Schulzeit mich mit Problemen aus meinem Alltag beschäftigt und mir überlegt, wie man vielleicht mit einer App oder mit Software die Probleme lösen kann und habe damals schon sehr, sehr viel Spaß daran gehabt und konnte mir auch damals tatsächlich schon vorstellen, irgendwann mal vielleicht ein eigenes Unternehmen zu gründen und mich selbstständig zu machen. Ich habe dann während des Studiums das Ganze ein bisschen weiterverfolgt, mich aber dann doch erstmal dazu entschlossen, statt einer Selbstständigkeit ein Angestelltenverhältnis einzugehen, aber hatte trotzdem dann währenddessen immer noch das Gefühl irgendwie, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ich möchte in meinem Leben doch irgendwie auch selbstständig sein, mein eigener Chef sein. Ohne dass ich eigentlich genau wusste, was es wirklich bedeutet. Als ich das dann Mitte 2019 gemacht habe, habe ich sehr schnell gemerkt, für mich persönlich hat sich das richtig angefühlt, habe ich sehr schnell gemerkt, dass ich da die richtige Entscheidung getroffen habe. Also wenn man gemeinsam gründet als Freunde, würde ich sagen, dass man das auf jeden Fall, dass es irgendwie auch fachlich Sinn machen sollte. Ich glaube, das ist bei uns ganz cool, dass wir uns halt sehr gut ergänzen. Jeder hat da seine Stärken und Schwächen und deswegen ist es im Gesamten dann cool, wenn jetzt alle drei BWL studiert haben und dann aber auch Software- und Hardware-Produkt machen, dann glaube ich, ist es schwierig. Das heißt, da sollte man wirklich schon auch aufs Fachliche schauen, jetzt nicht nur aus der Freundschaft heraus gründen. Und dann ist es wirklich ganz wichtig, dass man manche Sachen von Anfang an klarstellt. Zum Beispiel, wie sieht die Vision aus? Was hat man für Vorstellungen mit dem Startup? Ich glaube, es ist ganz schlecht, wenn man sich darüber nicht einig ist, was passiert in 5 Jahren.
weiß nicht, steht dann ein Exit an, will der andere daraus ein Familienunternehmen machen. Da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Da, glaube ich, sollten sich alle Gründer dann auch wirklich einig sein, in welche Richtung man da gemeinsam gehen will, weil sonst wird es irgendwann sicherlich schwierig. Wir waren uns von Anfang an, haben ein paar Dinge klargestellt vor der Gründung, und eine Sache ist eben, dass man Privates und Berufliches trennt. Ich glaube, wenn einer aus dem Dreierkreis hier dann nicht mitziehen würde, dann würde das Ganze auch nicht funktionieren, sondern ich glaube, es besteht eigentlich alles eben aus gegenseitigem Respekt, und ich glaube, das ist dann eigentlich auch so die Grundformel, dass es so funktioniert. Wir streiten ehrlich gesagt wenig, gehen da eher immer sehr lösungsorientiert an die Geschichte. Eine Sache, die auf jeden Fall nicht so eingetreten ist, wie wir uns das vorgestellt haben, ist der zeitliche Horizont. Wir haben damals natürlich als Gründer sehr ambitioniert geplant, und bis man dann aber wirklich mal ein physisches Produkt ausentwickelt hat und all die erforderlichen Zertifizierungen und Serienprozesse in Gang gebracht hat, vergeht dann doch mehr Zeit, als man eigentlich vielleicht denkt. Das mussten wir natürlich auch lernen. Erschwerend kamen bei uns dann noch hinzu so Themen wie Lieferengpässe, Chipkrise, Corona-Lockdowns. Das hat uns die ganze Entwicklung natürlich auch nicht einfacher gemacht. Ich würde aber sagen, dass wir all diese Krisen eigentlich ziemlich gut überwunden haben. Und ich glaube, es ist irgendwo vielleicht auch normal, dass man dann die zeitlichen Horizonte, die man sich da irgendwie steckt, sehr ambitioniert an so einem Wochenende, dass die dann vielleicht nicht ganz eingehalten werden. Also ich glaube, da kann man so ein bisschen nachsichtig mit uns sein, dass wir das nicht ganz so hinbekommen haben. Ja, und vor allem in den letzten 2 Jahren war es ja häufig in Familien ein Problem, dass man eben Oma, Opa nicht in Real Life sehen konnte. Und da ist dieses digitale Miteinander natürlich immer wichtiger geworden. Und das hat uns natürlich dann schon auch in gewisser Weise in die Karten gespielt. Wir hatten die Idee schon davor, aber es war sicher nochmal wichtig oder gut für uns, weil natürlich dieses Bewusstsein geschärft wurde, wie isoliert ältere Menschen eigentlich sein können, nur weil sie eben keine Digitalkompetenz haben. Und das war für uns dann in dem Sinne schon gut. Ich glaube, auf Produktionsseite war es jetzt weniger gut. Also das hat uns das Leben dann auch nicht einfacher gemacht, dass wir in dem Moment, wo wir eigentlich so weit waren und loslegen wollten, Schwierigkeiten hatten, ja, die Elektronikkomponenten zu bekommen. Ich glaube, wir haben es gut gemeistert, weil wir einen sehr guten Partner bei der Elektronikproduktion haben, der uns schon sehr, sehr früh darauf aufmerksam gemacht hat, dass da etwas auf uns und auf die Branche zukommt und dass wir uns entsprechend vorbereiten sollten. In Zusammenarbeit haben wir das dann einfach auch gut gelöst und konnten trotzdem die Geräte produzieren und zu den Senioren nach Hause bringen. Eine der Sachen, die beim Gründen wirklich richtig cool sind, ist, dass man jeden Tag einfach irgendwas Neues lernt. Man wird mit neuen Problemen konfrontiert, mit Dingen, die man einfach davor noch nicht gelöst hat, und muss dann eben mit dem arbeiten, was man hat, fängt an zu recherchieren, sucht im Internet nach ähnlichen Problemen, die man schon mal hatte, und dadurch erarbeitet man sich halt täglich neues Wissen. Das war für mich auch einer der Gründe, wieso ich gesagt habe, dass die Selbstständigkeit oder das Gründen cool ist, weil selbst wenn es nicht funktionieren sollte, das kann immer passieren, hat man trotzdem in der Zeit einfach wahnsinnig viel gelernt. Und wenn man dann das nächste Ding probiert oder woanders hingeht, kann man einfach auch von dieser Erfahrung, die man in der Zeit gesammelt hat, profitieren. Ein wichtiger Punkt, den wir gelernt haben und Gott sei Dank schon früh meiner Meinung nach richtig gemacht haben, dieses, dass man eben nicht alles können muss. Und wir haben uns eigentlich dann immer für die jeweiligen Bereiche wirklich ganz schnell Hilfe geholt von externen und Experten, weil man sich damit auch auf jeden Fall viel Ärger ersparen kann. Und auch eigentlich letztendlich auch Zeit gewinnt dadurch. Also das vielleicht auch nur mal noch so ein kleiner Tipp beim Gründen. Einfach möglichst schnell die Markenrechte sichern. Dann erspart man sich im Nachhinein ein bisschen Arbeit bei der Namensfindung. Es gibt natürlich Charaktereigenschaften, die jetzt von Vorteil sind, wenn man gründen will. Aber ich glaube, dieses einfach mal machen, das habe ich schon sehr verinnerlicht. Und das hat mir sicher geholfen, oft vielleicht gar nicht zu viel zerdenken, sondern einfach mal wirklich ausprobieren, Trial and Error. Wenn man darüber nachdenkt, selbst zu gründen, ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass man sich fokussiert, dass man sich wirklich überlegt, was ist eigentlich der Kern von dem, was ich gerne umsetzen möchte, und auch wirklich sich darauf dann konzentriert.
Und dabei hilft es natürlich, wenn man im Vorfeld auch schon viel plant, sich viel austauscht, tatsächlich auch aufskizziert, wie die Idee dann in Zukunft mal aussehen könnte und einfach mit vielen Leuten drüber spricht, um einfach da schon so ein bisschen festzulegen, in welche Richtung es dann gehen wird. Ich glaube, wenn man in einem Team gründet, ist es auf jeden Fall super wichtig, dass man auch eine gewisse Diversität hat. Wenn man so gut befreundet ist, muss man dann trotzdem auch darauf achten, dass man irgendwie das Private von Geschäftlichen trennt. Das heißt, wenn man irgendwie mal tagsüber Reibereien hatte, sich vielleicht nicht ganz einig war, man sich aber abends dann zusammensetzt, dann ist das bei uns wirklich so, dass das dann auch einfach hinter sich gelassen wird und dann ist die Freundschaft wieder das, was wirklich zählt. Und das andere kann dann bis zum nächsten Morgen vielleicht ruhen. Ich für meinen Teil kann auf jeden Fall mitgeben, dass es mir sehr viel geholfen hat, nicht alleine zu gründen, sondern sich Partner zu suchen, mit denen man zusammenarbeiten kann, die einen gut ergänzen und jetzt sowohl fachlich als auch vom Typ her. Mir hat es wahnsinnig viel gegeben, mich nicht mit Problemen alleine beschäftigen zu müssen, sondern zu wissen, dass ich Partner mit dabei habe, denen ich blind vertrauen kann, bei Themen, bei denen ich mir einfach unsicher bin. Also ich kann jedem Menschen, der eine Idee im Kopf hat, nur raten, es einfach auszuprobieren. Denn wirklich viel verlieren kann man dabei nicht. Auf der anderen Seite kann man wahnsinnig viel lernen und vielleicht ist es sogar erfolgreich. Ich würde es auch jedem raten, es auszuprobieren. Vor allem, wenn man jünger ist, hat man wirklich noch nicht so viel zu verlieren. Auch größere Unternehmen werden das nie negativ als negativ sehen, wenn man sich da mal ausprobiert hat und man lernt jeden Tag dazu. Wie gesagt, auch wenn es nicht klappt, hat sich es irgendwie hinten raus dann doch gelohnt, bin ich mir ganz sicher. Es macht sehr viel Spaß, wenn man für sein eigenes Projekt arbeitet und so sein Leben dann auch dementsprechend gestalten kann. Ein Moment, bei dem man merkt, dass unsere Geschäftsidee eigentlich wirklich super cool ist, ist, wenn man mal einen schlechten Tag hatte und irgendwie was nicht richtig funktioniert hat, man sich irgendwie den ganzen Tag nur die Haare gerauft hat, dass dann bei uns in einem internen Slack-Kanal die Nachricht von einer Kundin kommt, dass Anna in der Familie total gut aufgenommen wurde und dass Oma jetzt auf einmal in der Lage ist, Video zu telefonieren und sich einfach wahnsinnig über Anna freut, dann ist es so ein Moment, in dem man irgendwie denkt, das ist cool, was wir da geschaffen haben, dass man einfach so viel Freude in die Familien bringen kann und dafür lohnt es sich einfach jeden Morgen auch aufzustehen. Dem Finanzamt ist es egal, wo du deine Belege verbuchst. Deinem Steuerberater auch. Also mach's von überall. LexOffice macht deine Buchhaltung, wo auch immer du gerade bist. Sieh deinem Geld beim Wachsen zu. Mit einem Rechnungsprogramm, das deine Buchhaltung automatisch miterledigt. Für Selbstständige, Freelancer und kleinere Unternehmer ohne Buchhaltungskenntnisse. Du hast ein Angebot erstellt? Mit einem Klick wandelst du es direkt in eine Rechnung um. Oder erst in eine Auftragsbestätigung. Einen Lieferschein und zur Not in eine Mahnung. Und das auch mit deinem Smartphone. Und wenn du unterwegs bist, kannst du deine Belege einfach abfotografieren. Statt sie auf dem Weg nach Hause wieder zu verlieren. In LexOffice werden Belege automatisch verbucht und finanzamtssicher archiviert. Alle deine Einnahmen und Ausgaben siehst du direkt in Echtzeit. So hast du deine Finanzen und auch die nächsten Steuerzahlungen, wie die Umsatzsteuer für das Finanzamt, immer im Blick. Auch alle deine Bankkonten sind in LexOffice enthalten. Damit hast du alle Einnahmen und Ausgaben in einem System, so wie es das Finanzamt für die Steuererklärung verlangt. Am Ende des Jahres musst du keine Belege mehr zusammensuchen, sondern alles ist bereits in LexOffice archiviert. Entweder schickst du die Daten an deine Steuerberatung oder machst die Steuererklärung selbst. Und das Beste, über 80 Schnittstellen sind schon enthalten. Ob PayPal, Zeiterfassung oder Online-Shops. Alle Daten fließen automatisch in deine Buchhaltung. Egal womit du arbeitest, Laptop, Smartphone oder Tablet, deine Daten sind immer synchron. Und die wichtigsten Zahlen siehst du sogar auf deiner Apple Watch.
Schon über 200.000 Selbstständige aus 30 Branchen sparen mit LexOffice jede Woche 3,5 Stunden Zeit. Auch die Fachpresse hat LexOffice bereits über 30 Mal hintereinander als Testsieger ausgezeichnet. Probier es jetzt selbst aus. Teste LexOffice 30 Tage kostenlos. Der Test endet automatisch. Einfach E-Mail-Adresse eingeben und los geht's! Selbst wenn mich meine Jobs bis ans Ende der Welt führen, dank LexOffice habe ich die Freiheit, meine Rechnungen immer dort zu schreiben, wo ich gerade bin.